Die Villa war nach meiner Recherche ein Bordell. Es gibt Berichte darüber, dass die Stadt den Betrieb untersagt hat, weil das Gebiet für solche Unternehmen nicht zugelassen ist. Im Jahr 2017 brannte dort über Nacht fast der komplette Dachstuhl aus. Die Feuerwehr war fast die ganze Nacht lang mit den Löscharbeiten beschäftigt. Viel mehr lässt sich zu der Geschichte des ausgebrannten Bordells leider nicht finden. Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Roman, heute sind wir wieder auf einer Lost Place Tour unterwegs. Hier haben wir schon das Objekt der Begierde und zwar ist das ein verlassenes Bordell. Das sieht von außen schon auf jeden Fall mega mitgenommen aus. Von innen haben wir auf jeden Fall ordentlich was zu sehen. Ich würde sagen Leute, viel Spaß bei diesem Video und wir sehen uns so wie immer drin. Ja Leute, das hier ist der Eingangsbereich, da sieht man schon da oben. Wenn ich mir vorstelle, da hing früher so eine richtig geile Lampe schön hier runter. Das sah hier auf jeden Fall mal richtig gut aus. Da sieht man schon, ne? Da haben wir auf jeden Fall noch ein Bett stehen. Das sieht, finde ich, auch richtig toll aus, ehrlich. Dann hier nur so ein Sessel, aber schon alles auf jeden Fall ordentlich auseinandergerückt. Aber trotzdem finde ich sehr, sehr interessant. Dann haben wir hier nur so Schränkchen. Ob da hier noch was drin sein wird? Ich glaube eher nicht, ne? Oh Leute, guck mal, wie leichtgängig die hier noch gehen, ne? Krass. Kennt man eigentlich von Lost Place gar nicht, ne? Aber das Bett, das macht auf jeden Fall schon mal was her, ne? Hier an dem ganzen Bett. So sieht das hier aus, das Bett. Oder das hier oben am Bett. Sieht auch richtig klasse aus, finde ich. Ja, hier haben wir auf jeden Fall noch so einen alten Kühlschrank liegen. Oder hier der Tisch, der hier steht. Sieht auch noch richtig klasse aus. Finden wir hier noch irgendwo zum Papieren oder so. Packliste, 1 Kilo, Geflügelpaket, okay. Hier haben wir auf jeden Fall so eine Einkaufsliste, ne? Dann haben wir hier Pferdefleisch. Lecker Pferdefleisch, Leute. Ja, Leute, wo ich hier gerade diese Liste gesehen habe, ne, mit diesem Pferdefleisch, war da nicht irgendwann mal was? Dass da irgendwo Pferdefleisch in Lasagnen oder so war vor ein paar Jahren? Habe ich so noch in Erinnerung. Ne, ich glaube, da war doch irgendwas, oder? Wenn ich mich nicht irre. Und wenn ich mich doch täusche, dann schreibt das auch mal gerne in die Kommentare. Und ob ich irgendeinen falschen Gedankengang habe. Aber ich glaube nicht. Ja, Leute, hier haben wir auf jeden Fall das nächste Zimmer. Hier auch ein Bett. Das sieht hier so aus, als ob einer noch vor kurzem hier gepennt hätte, oder? Aber ich meine, das kann man sich hier schon gut vorstellen, dass hier vielleicht mal irgendein Obdachloser oder so geschlafen hat. Warum nicht, oder? Sowas musst du auch erstmal hier in Deutschland immer finden, dass du hier ganz gemütlich pennen kannst, ne? Du hast hier zwar den Durchzug, aber im Sommer kann man hier auf jeden Fall ganz locker pennen, ey. Okay, das sieht hier aus wie ein Badezimmer. Ne? Auf jeden Fall schön so eine richtig geile Badewanne hier. Sogar noch mit Treppen, die man hier so schön hochlaufen kann. Und dann hier die Badewanne, aber ziemlich klein auf jeden Fall. Auch das Marmor ist hier, was an den Wänden ist. Klar, natürlich jetzt voll geschmiert. Ich kenne mich damit nie so aus. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt hier Marmor ist oder nicht. Schöne schwarze, geile Decke hier. Mit die beiden Lichtern dran. Wow, krass, Leute, guck mal. Hier war sogar ein Pool. Das sieht hier so aus wie der Wellnessbereich, oder? Hier haben wir auf jeden Fall einen Pool. Da haben wir so eine Theke. Und so wie es aussieht, haben wir sogar dort eine Sauna. Ich würde sagen, wir gucken uns mal den Saunabereich da hinten mal an. Ja, hier hat man auf jeden Fall schön auf der Bank gesessen oder gelegen. Ne, wahrscheinlich so für 2 bis 4 Personen die Sauna, mehr auf jeden Fall nicht. Na Leute, so hat man da auf jeden Fall rumgelegen, hat auf jeden Fall hier schön die Zeit genossen, nachdem man hier so ein paar Nummern gemacht hat. Ne? Dann konnte man hier auf jeden Fall schön entspannen. Ja, hier hat man auf jeden Fall noch die ganzen Einstellungen für die Sauna hier gehabt. Ne? Das ist für Licht.
Das ist für An- und Ausmachen. Das ist für die Temperatur, Leute. Ja, hier hat man dann auf jeden Fall auch direkt zwei Duschen gehabt. Hier konnte man sich wahrscheinlich umziehen. Das hier war wahrscheinlich so eine richtig große Dusche, wo man auch zu zweit hätte duschen können wahrscheinlich. Was ist das denn hier? So eine Dusche, die irgendwie so ganz tief ist, oder was ist das hier? Das ist ja auch nicht wirklich eine Dusche, das ist ja keine Ahnung, ob man sich hier einfach so reinstellt, dann das Wasser hier volllaufen lässt und dann sitzt man vielleicht da drinnen. Keine Ahnung. Hier unten sind wir auf jeden Fall erstmal fertig. Jetzt gehen wir mal nach oben, mal gucken, was uns noch so oben erwartet. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon mal so ein Sofa direkt auf der Treppe stehen. Das Fenster war mal da drin, glaube ich. Auch schönes Graffiti, habe ich schon öfters auf Lost Place gesehen, ob das immer der gleiche macht hier, mit diesem Bär hier. Licht, was wahrscheinlich mal oben gehangen hat, das sah mal wirklich früher mal schön aus, das ist einfach nur Plastik. Ja, dann haben wir hier wieder so ein schönes Badezimmer, wieder mit so einer Badewanne, die ist auf jeden Fall schön größer als die da unten, plus hier haben wir noch eine Dusche. Dann hier konnte man sich wahrscheinlich für einfach mal fertig machen. Hier wahrscheinlich so ein Spülbecken und hier wahrscheinlich hier nochmal ein Spiegel. Dann hier haben wir auch ein Zimmer, hier die Matratze. Was auch immer die hier vorhatte, die Matratze, ob die aus dem Fenster flüchten wollte oder so. Aber hier haben wir schon wieder die Möbel stehen. Vor allem ich finde, die Möbel, die sehen noch richtig schick aus. Klar, das Graffiti, da kann man jetzt nichts für. Ich persönlich finde ja, dass die Möbel an sich, ja, wahrscheinlich, wo das hier zugemacht worden ist, wahrscheinlich noch richtig gut aussahen, ne? Das sieht doch eigentlich so auf den ersten Blick, sehen doch richtig schick aus, ne? Ich frage mich, warum man das nicht mitgenommen hat oder wenigstens verkauft hat oder so. Diese Frage stelle ich mir hier auf jeden Fall. Und die sind auf jeden Fall verschieden. Hier haben wir weiße, unten waren die, glaube ich, ein bisschen brauner. Auf jeden Fall wahrscheinlich im Zimmer immer unterschiedlich eingerichtet. So stelle ich mir das Ganze vor. Das sieht hier doch schon wieder auch richtig geil aus, oder? Diese Möbel hier und schon wieder in einem anderen Stil. Wahrscheinlich hier für eine Couch gewesen. Dann die kleinere Couch. Und dann hier auch so eine riesen Couch, ey. Mein Gott. Da konnte man früher auch noch rausgucken. Da kann man das mal aufmachen. Ja. Ach Leute, guckt euch das mal an. Hier konnte man auch noch drauf gehen. Aber da drauf gehe ich auf jeden Fall nicht mehr. Ja, hier habe ich auf jeden Fall noch was gefunden. Und zwar von 28.12.2011. Ich glaube, da wurde das Ding hier geschlossen. Weil die ganzen Papiere, die ich hier finde, das letzte Datum ist immer auf jeden Fall das Jahr 2011. Klar, immer verschiedene Monate. Später als 2011 habe ich auf jeden Fall bis jetzt hier noch nichts gefunden. Deswegen gehe ich davon aus, dass das Ding auf jeden Fall schon so 10, 11 Jahre geschlossen hat. Aber was hier in den letzten 10 oder 11 Jahren passiert ist, ist schon wirklich der Wahnsinn, oder? Also hier ist auf jeden Fall der Vandalismus aber so richtig durchgerollt. Ja Leute, hier befinde ich mich auf jeden Fall oben hier am Dachboden. Ne? Und wie das hier aussieht, hier hat es mal gebrannt. Das ganze Dach ist hier abgebrannt. Ne? Krass. Ja, jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, ist es nachher passiert, als es zugemacht hat? Oder vorher? Und man konnte das vielleicht einfach nicht mehr bezahlen oder so? Und die Versicherung hat das nicht übernommen? Keine Ahnung. Ja, Leute, ich würde sagen, ich verabschiede mich hier von euch. Ja, ist auf jeden Fall ziemlich runtergekommen, das ganze Ding, aber ich finde, es gab trotzdem noch was zu sehen. Schwimmbad, Sauna, noch diverse Möbel, die hier waren, wahrscheinlich um 2011 geschlossen. Warum jetzt genau geschlossen, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Ich kann es einfach nur vermuten, ob jetzt der Brand, der hier auf jeden Fall war, ob es
schon nachdem es geschlossen worden ist, war oder schon vorher, ob man das vielleicht nicht bezahlen konnte. Das ist hier auf jeden Fall die Frage. Ja Leute, wie gesagt, ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Roman. Abonnieren, Daumen nach oben. Macht es gut.